So. Falschen wir. Da kann man auch ein bisschen mehr für kriegen, findet ihr nicht? Vielleicht können wir glatte 200 irgendwie rausfalschen. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Wir halten schon 370. Warum soll ich 200 rausmachen? Ich bin für 390. Wie wär's damit? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ja, das sollte passen. Gut. Warte, uns ist mal richtig hart bescheißen. Wie viel hast du jetzt? Immer noch viel zu voll. Egal. Gaul, wir müssen zum Rüstmeister. Wir gehen zum Rüstmeister. Leckeres Brot, Semmeln und Brezel. Der ist hier hinter irgendwo, oder? Nee, nee. Der Rüstmeister. Das darf ich nicht schon noch vergessen. Ist hier. Knoblauch, Karotten, rote Beete, Zwiebeln. Alles frisch vom. Satteltasche, Pferd. Der große Daffel ist eigentlich etwas für einen Schneider. Wir nehmen trotzdem erstmal die ganze Kleidung auf uns. Da können wir gleich beim Schneider immer noch vorbeischauen. Ich frage mich, wie überladen wir noch sein können. Wir sind vollständig überladen. Kohl! 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 Ach, kurzer Ruckel. Ich sah schon irgendwas gesehen nach hinten los. Ey! Hey! Heinrich kommt uns besuchen! Und rate mal, was er alles dabei hat. Komm mal einen Schritt näher. Ich halt näher. Rüstmeister, lass uns reden. Folgendes. Ich habe viel. Glück und Gesundheit. Ja, bitte nimm mir meine Scheiße ab. Ich habe sehr viel Stuff. Der muss alles weg. So, den kauft er mir ab. Alles klar? Halt, Stiefel kauft er uns auch ab. Ich habe die Stiefel kauft vielleicht der Schuster eher ab. Für einen besseren Preis. Andererseits, scheiß drauf, hier. Was weg kann, kommt weg. Hier, so, nimm den ganzen Müll. Gepflegte Beine, die tragen wir gerade Eisenhut, der kann weg. Oh, wir werden gerade richtig reich, wir werden richtig reich. Gepolsterte Beine. Ja, die kann weg. Kann weg. Der kann auch weg. Das Kettenhemd. Kann weg. Alter, wie viel Geld uns dafür geben wird? Weg. Die Jagdschiffe tragen wir gerade noch. Kettenbeinlinge. Kettenhaube. Weg. Langer, dunkler Wappenrock. Ach, schon einen davon wollten wir behalten. Und den hier wollten wir loswerden. Weil er müllig geworden war. Oder wir bleiben momentan bei dem langen, schwarzen Wappenrock. Und können uns einfach später noch irgendwann einen neuen holen. Aber der ist gerade besser als unserer. Also tragen wir den. Nein, das wollte ich nicht. Warenkorb. Den nehme ich zurück. Verkaufen. Hier. Der kann in den Warenkorb. Der bleibt. Der lange schwarze Wappenrock. Der bräuchte mal wieder. Na komm, der kann weg. Wobei, der würde zu unserer schwarzen Brigadine passen. Dann behalten wir den erst einmal. Das Lederwams kann weg. Die leichte dunkle Brigadine bleibt. Leichte gepolsterte Rüstung. Was können wir überhaupt lesen hier? Brigadine Rüstung aus kleinen Stahlplatten. Ja. Dank der geschickten Gliederung beim Platzen bleibt der Träger sehr beweglich. Das ist sehr schön. Leichte gepolsterte Rüstung, weg. Leichter Gambison, weg. Leichter kumanischer Helm, weg. Leinhemd, weg. Mailänder Plattenpanzerhandschuhe. Panzerhandschuhe bieten den besten Schutz für die Hände eines Kämpfers, wie auch empfehlenswert, sie vor dem Bohren der Nase abzulegen. Was ist mit denen hier? Panzerhandschuhe bieten den besten Schutz. Panzerhandschuhe, okay. Der ist aber von 70 von der Gesundheit und der hier ist niedriger, aber möglicherweise besser.
Wir bleiben erstmal bei unseren aktuellen. Das werde ich vermutlich früher oder später bereuen, aber egal. Für unsere Hände ist es momentan alles gut genug. Ellenbogenkacheln. Na komm, weg damit. Rote Beinlinge. Die Reparatur würde uns vermutlich mehr kosten, als ich für uns lohnen würde. Komm, die googeln. Kann weg. Der Silberring, der kommt vermutlich beim Krämer gleich nachher weg. Vernietete Handschuhe. Wappenrock. Ja, weg. Warhorse-Helm, als würden wir den als irgendwas loswerden wollen. So, das ist alles, was wir verkaufen können, nicht wahr? 1.300 können wir dafür kassieren. Was können wir dafür bekommen? Wir haben jetzt eine Platte gerade. Wir könnten was für die Beine gebrauchen beim Kaufen. Ach, was für die Beinplatte. Andererseits muss das jetzt nicht so sein. Wir könnten auch bessere Schulterplatten gebrauchen. Dann unsere Arme noch sicherer sind. Aber es ist auch wieder sehr teuer. Oder den Reiterkürass könnten wir uns dafür holen. Der jetzt aber wiederum nicht so viel besser als unsere Brigadine ist. Polnische Schulterplatten. Offene Becknaube. Nein, unser Helm ist gerade einer der besten. Ah, Plattenbeinrüstung 1.900. Ja, das ist also ein bisschen teuer. Mailänder Plattenpanzerhandschuhe. Wir können Armbrüstung. Ist auch momentan nicht so viel besser als unser, also geht das. Mailänder Kurzkürass. Der wiederum ist deutlich besser als unsere. Aber es ist gerade nicht nötig. Leicht dunkle Brigadine. Tragen wir sowas? Kuttenberger Panzerhandschuhe. Kuttenberger Gambeson. Ein anderes Gambeson konnte auch nicht schaden. Passt aber momentan alles schon. Plattenbeinlinge, das kann. Ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt nötig. Es ist eigentlich schon ziemlich nötig, wenn ich darüber nachdenke. Hier, guck mal, ich kann den Preis zwischen den beiden nicht erkennen. Der hat sogar. Der hat nur eins auf Lager. Ich habe mich schon gewundert, ob er 8 Stück auf Lager hatte. Und hier, die Beinlinge. Das ist ein Rüstungsslot, den wir noch nicht besägt haben. Und da wird unsere Beinrüstung deutlich verbessern. Wir bleiben erstmal ohne. Können wir später noch irgendwann holen, wenn wir merken, dass unsere Beine irgendwie immer leiden. Das Kettenhemd ist besser als unseres. Aber unseres ist auch einfach nicht komplett heile. Die Beine sind besser als unsere, aber unsere sind auch nicht heile. Halb italienische Beckenhaube. Und halb sächsischer Gambeson, ja. Glockenförmiger Eisenhut. Mailänder Brigandine. Ich muss hier kurz mal hier. 25. Oh, die schützt deutlich besser. Ist aber auch arschteuer. Die Speisen des Herkules. Was steht da drin? Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Stärke. Das legen wir drauf. Bücher nehmen wir mit. Helme sind wir gerade gut mit bestückt. Gut, darauf können wir uns einigen. Warenkorb. Falschen. Da können wir bestimmt noch ein bisschen was in die Höhe treiben, findest du nicht auch? Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Ja, weil ich das letzte Hemd ausziehe, mein Freund. Willkommen, Heinrich. Hier, gib mir mal 1.330. Sind wir uns einig? Das klingt interessant. Mit dir, Heinrich. Ein bisschen weniger. Und ich bin zufrieden. Ich ziele auf um die 1.300. Komm. 1.310. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Klar doch. So. Jetzt sind wir schon deutlich leichter auf den Füßen. Und wir sind vollkommen schmutzig. Wo ist der nächste Trog? Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Wir müssen noch irgendwas weiteres loswerden. Was haben wir noch eigentlich alles? Wir haben noch die ganzen Wertgegenstände, die wir gefunden haben. Wir müssen gleich zum Krämer rüber. Dieser Mann hier wurde schuldig gesprochen, minderwertige Stoffe in die Stadt geschmuggelt zu haben.
womit er die Stadt selbst und auch die ehrenwerte Gilde der Weber geschädigt hat. Nicht nur des Profits wegen. Du hast das so gewollt. Viel schwerer wiegt der Schaden am guten Ruf, der durch jahrzehntelange ehrliche Handwerkskunst entstand. Willkommen, Heinrich. So soll er zum Zwecke der Abschreckung am Pranger stehen und dort einen ganzen Tag lang zur Schau gestellt werden. Ah. Gute Verratten Nacht, sollst Gnade du da. Mit mir. Gebt mir was zu trinken. Gott sei mit dir, Heinrich. Sind wir schon wieder schmutzig? Nein, wir sind sauber. Ja, die Sache ist halt. Wir könnten. Machen die Ringe eigentlich irgendwas? Nein. Die machen uns auffälliger. Komisches Wetter haben wir heuer. Willkommen, Heinrich. Gute Leute, habt Gnade mit mir. Gebt mir was zu trinken. Ach komm. Wir haben nichts dabei. Warte! Ein Bier bestimmt nicht. Aber wir haben noch Trinkwasser da, alles klar. Hier. Danke. Tausend Dank. Du hast wahrlich ein gutes Herz. Und mach das nie wieder. Überlass das Verbrechen lieber uns. Wir können das besser als du. Brot allein kann man nicht leben, aber ohne auch nicht. So. Krämer, mein allerbester Freund, du wirst mich vermutlich inzwischen hassen. Pferd, was haben wir noch dabei? Na, die Schaufel brauchen wir noch. Den ganzen Kram brauchen wir noch. Den Kram brauchen wir noch. Und etwas Wechselgeld für dich. Hallo, danke. Konrad Hagen. Willkommen, Heinrich. Beste Grüße. Ebenso. Lass uns handeln. Guck mal, ich habe Dinge, da kannst du nur von träumen. Zum Beispiel diesen goldenen Zierkelch. Zwei Stück davon. Ein Kommunionskelch. Ein Silberkelch. Spinnes behalten wir. Die Karten behalten wir. Verband behalten wir. Ein verzierter Silberkelch. Ein Wildschweinhaut. Was kann man denn machen? Nützliche Tränke behalten wir. Ansonsten Rüstung. Hier, guck mal, dieser wunderschöne Silberring, den wir 2 Stück haben. Wir haben noch den anderen Bogen. Haben wir ganz vergessen. Der hat ein bisschen mehr Gesundheit. Wir haben ansonsten beide die gleichen Werte. Dann verkaufen wir erstmal den hier. Die Karten behalten natürlich alle. So, nochmal 800 Attacken können wir von dem kaufen. Kriegen, also was kriegen wir noch für dich? Von dir. Retterschnaps. Müssen wir natürlich immer kaufen, das ist grundlegend wichtig. Warenkorb. Sieht gut aus. Falschen. Wir sind immer noch überfüllt, das wissen wir. Irgendwie müssen wir mehr Stärke kommen. Wir müssen das Buch gleich lesen. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Wie geht es dir, Heinrich? Mir geht's super. Komm, ich will auf die glatten. Ich will ein bisschen über 500 gehen. Also wie ist mit 560, hm? Zufrieden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Den bisschen weit hochgegangen. Dann können wir auf 540 runter hochgehen. Endlich eine vernünftige Summe. Jo. Wir sind immer noch überladen. Wieso? Ich glaube, unsere Rüstung alleine reicht schon, um uns komplett zu überladen. Und die Schmiedesets sind vermutlich auch nicht hilfreich. Die Ohren eines Banditen, der rustikale Haselnussbogen.
So, zuerst mal können wir Waffen, das Banditenschwert können wir dem Pferd, können wir ausrüsten? Scherbe hat uns bisher immer sehr gute Dienste geleistet. Das Banditenschwert ist auch ein Zweihandschwert. Okay, dann das. Und das kommt einfach in die Satteltasche. Die Fackel können wir dann auch ausrüsten. Pfeile können wir in die Satteltasche reintun. Den Bogen behalten wir erstmal. Der lange dunkle Wappenrock kommt auch. Ne, der lange dunkle Wappenrock, den wir. Den brauchen wir auch gerade nicht. Den werden wir reparieren lassen. Und wir können beim Schuster vielleicht unsere Schuhe noch reparieren lassen. Ansonsten geht unsere Rüstung auch gar nicht mehr so schlecht. Die Brigandine haben wir auch über reparieren lassen. Dem Catnamp geht's gut. Uns geht's gut. Wir tragen noch keine Sporen, nicht wahr? Können wir eigentlich die Sporen des Chefes, des komischen Chefes tragen, den wir erledigt haben? Nein, können wir nicht. Schade. Ich weiß nicht genau, was Sporen eigentlich machen. Pack die Fackel weg. Pack die Waffe weg, weil die Leute sonst wütend auf uns werden. Aufsitzen. Zeit zum Schneider zu gehen. Der hat uns noch was zu reparieren. Ich weiß, es ist nicht nötig, dass wir das repariert bekommen. Weil das sowieso kürzester Zeit wieder kaputt sein wird. Aber es sieht besser aus. Schneider, mein bester Freund. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Und dann müssen wir gleich noch nach Neuhof reiten und da unser Kopfgeld kassieren für die Banditen. Grüß dich, Heinrich. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Wir sehen offenbar sehr ritterlich aus. Reparatur. Das was? Alles. Falschen? Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Wir legen dir noch einen Groschen drauf. Anderthalb. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Nun denn, recht herzlichen Dank. Ich weiß nicht warum. So, das repariert. Und wir können jetzt über tatsächlich wieder unterwegs sein und Dinge tragen. Die Speisen des Herkules müssen wir lernen gehen, also lesen gehen. Wir sitzen wir mal auf, reiten kurz mal zu unserer Bude, der Mühle runter. Ne, wir reisen zuerst einmal per Schnellreise nach Neuhof. Ich weiß nicht, was dieses komische Klackern im Hintergrund ist. Ein Wanderer. Untersuchen wir die Situation mal. Da. Hey Bursche, willst du dir ein paar Münzen verdienen? Ach, Rätseltyp! Diesmal schaffen wir das. Wir sind uns schon einmal begegnet, oder? Ja, doch. Ich glaube schon. Dann weißt du ja, wie es läuft. Der Einsatz sind 5 Groschen. Ich stelle dir ein Rätsel. Löst du es, kriegst du das Doppelte. Wenn nicht, gehören die Groschen mir. Was sagst du? Ich weiß nicht, warum wir immer 10 Groschen bezahlt haben, aber in Ordnung. Nehmen wir die Wette. Wir haben es gerade. Nehmen wir die Wette an. Merke auf. Es war einmal ein Händler, der hatte eine magische Börse. Gab er eine Münze hinein und wartete eine Nacht, fanden sich am nächsten Morgen 2 darin. Doch wartete er auf den Morgen danach, so waren, siehe da, 4 Münzen darin und am Morgen danach ihrer 8. Und so weiter und so fort. Nach 60 Tagen war die Börse prall gefüllt. Meine Frage lautet, nach wie vielen Tagen wäre die Börse voll gewesen, hätte der Händler am ersten Tag 2 statt einer Münze hineingegeben?
15. Weil es exponentiell wächst. Es verdoppelt, die Menge verdoppelt sich offenbar immer. Also 15. Nein, nein. Was? Die richtige Antwort lautet 59. Es mag den Anschein haben, die Börse fülle sich in der Hälfte der Zeit. Doch man spart sich nur den ersten Tag, an dem aus einer Münze zwei wurden. Gräme dich nicht, nur wenige knacken meine Rätsel. Wir übersehen immer irgendwie die offensichtlichsten Dinge. Hab meinen Dank und vielleicht treffen wir uns bei Zeiten mal wieder. Wir werden sehen. Dein nächstes Rätsel, das hole ich mir. Wieso haben wir 10 Groschen weggegeben? Wir haben... Der Einsatz waren 5. Ich bin davon ausgegangen, dass sich immer der Inhalt verdoppelt. Was natürlich Schwachsinn ist. Schon die falsche Prämisse an einem Rätsel benutzen. Wie kann es hier immer noch qualmen? Super. Bernhard. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das höre ich gerne. Es gibt Gerüchte über ein weiteres Lager. Es soll sich in der Nähe des Baches befinden, der bei Neuhof vorbeifließt. Oh. Ist gut. Ich sehe mich dort um. Übrigens Trophäen. Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. Übung. Verteidigung. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Vielleicht ein anderes Mal. So dicke haben wir es auch denn nicht. Hier pisst natürlich wieder. Könnte man die Leichen wegräumen, das gehört sich doch alles nicht. Da ist das Lager. In der Nähe des Baches. Wollen wir uns da schon noch reinstürzen oder nicht? Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal so viel Glück haben wie dieses Mal? Na, gerade nicht. Erstmal reisen wir zurück zur Mühle. Und da gehen wir lesen. Du wirst jetzt nicht wirklich an diesem elendigen Lager vorbeiziehen, oder? Ich dachte schon. Dann würden wir überfallen werden, sterben, Ende. Ihr könnt euch meinen Mangel an Begeisterung möglicherweise vorstellen. Ah, hier pest's immer. Aber egal. Wir sind im guten Zustand. Wir gehen lesen. Setzen für den Lernbonus. So, die Speisen des Herkules. Lesen. Nemeischer Löwe in Sahnesoße, irimantischer Eber in Wein geschmort und andere Fallen, die die Das gefällt mir jetzt schon. Lesen wir bis Mitternacht. Schade, ich dachte, wir könnten die Bücher auch noch lesen. Aber gut.
Wir haben das Buch bereits ausgelesen. Alles klar. Oh, wir können wieder was verbessern. Bei Redekunst. Was ist denn passiert? Ja, um 3 Punkte erhöht, wenn du dich mit adligen Wohlhabenden unterhältst. Letztes Angebot. Empathie. Das müssen wir sehen. Oh. Das ist beides nicht schlecht. Beschäftige einen Bonus auf Redekunst beim Falschen. Verlässlicher Hehler. Händler sind eher gewillt, die gestohlene Ware abzukaufen. Das brauchen wir nicht so. Das könnte wichtig sein, dass wir sehen können, bei wem wir was machen können. Das ist auch nicht so schlecht. Na komm, wir nennen zuerst mal die Empathie. Wissen, wie der Hase läuft, ist immer eine gute Sache. Fertigkeiten, wie sieht es beim Lesen aus? Ah, sieht ganz gut aus. Ah, so sind die Spezialisierungspunkte also. Bei 3, 5, 7, 9, 12. Wir sind gerade bei 5. Und wir haben schon 2 Punkte vergeben, natürlich. Alchemie wird bei 3, 5, 8, 10 Heimlichkeit, 3, 5, 8, 10 Jagen, 3, 5, 8, 10, 15, 15 und 20 und gibt 4 Stück davon. Trinkfestigkeit, das kann man da alles lernen. Ach du Scheiße. Bier ist 5% schwächer, dass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist doppelt so stark und macht dich dementsprechend schneller betrunken. Kann nicht gemischt werden. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit Bogens um 2 Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand. Oh. Kriegen wir ein bisschen eine Zugentscheidung. Wein ist 50% schwächer, dass du mehr davon trinken kannst. Bier hingegen ist doppelt so stark. Echter Slave. Du wirst von 50% weniger Alkohol betrunken. Und verprasst somit weniger deines hart verdienten Geldes. Zudem hält dein Kater am nächsten Tag nur halb so lange an. Bedenkt doch, dass schnell getrunken, sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat. Macht Sinn. Wenn du betrunken bist, erhältst du einen Bonus von 50% auf Redekunst und Charisma. Bist du verkatert, sinkt der Wert auch um 50%. Alle positiven Wirkungen von Alkohol hält doppelt so lange an. Und wenn du dich nicht bis zur Besinnungslosigkeit besäufst, erlebst du einen Rausch ohne negative Begleiterscheinung. Sobald du wieder nüchtern bist, hält dein Kater doppelt so lange an. Bacchus, du wirst dich nie bis zur Besinnungslosigkeit besaufen, aber die negativen Auswirkungen eines Katers fallen 30% stärker aus, kann nicht mit sicherer Heimweh kombiniert werden. Schnapstrinker. Schnaps ist schwächer. Wenn du dich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hast, wachst du zu Hause in deinem Bett auf und nichts ist aus dem Inventar abhanden gekommen. Auch nicht schlecht. Aber wir haben nicht vor, so schnell betrunken zu werden. Erlaubt es die Leute umzuhauen. Bei Regen machen deine Schritte 70% weniger Lärm. Und man ist fast lautlos. Wagemutige Schelm. Nachdem du ein Verbrechen begangen hast, erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke und Vitalität, bis du erwischt wirst oder den Tatort verlässt. Kaum das Chamäleon. Wenn du dich duckst und dich bewegst, erhältst du den Bonus von 30% auf Heimlichkeit. Ermöglicht dir heimlich zu töten. Du benötigst dafür einen Dolch. Das müssen wir leider lernen. Wenn du nach dir gesucht und fällst, den Leuten schwerer, dein Gesicht zu erkennen und sie geben sie so schnell auf. Verringert den Lärm, deine Rüstung und andere Außengegenstände machen um 20%. Auch du, Brutus. Deine Attacken finden wir um 1/3 stärker. Hundefreund, Hunde bellen dich nicht an. Reparieren. Trägst du frisch gewaschene Kleidung, ist dein Charisma für einen Tag um 1 Punkt erhöht. 7-Meilen-Stiefel. Wenn du Stiefel trägst, die du selbst repariert hast, verbrauchst du beim Spurten 20% der Ausdauer und kannst somit länger spurten. Polsterung. Wenn du deine Rüstung selbst reparierst, kannst du sie auspolstern, damit sie weniger leer macht und auch deine Fähigkeit Heimlichkeit entsprechend weniger negativ beeinträchtigt. Für das selbst ausgebessete Kleidungsstück, das du trägst, erhältst du einen Bonus von 0,5 Punkten auf dein Charisma. Maximal 2 Punkte, gilt nicht für Rüstung. Feinschliff, scharfe Klinge. Nutze ich 50% langsamer ab. Nicht schlecht.
Waffen, die du mit Hilfe eines Reparatursets selbst reparierst, hast verursachen 10% mehr Schaden, solange sie nicht abgenutzt sind. Schlösser knacken. Deine Dietriche sind beständiger und halten deshalb doppelt so lange. Das brauchen wir. Nachdem du erfolgreich im Schloss geknackt hast, besteht eine Chance auf 20%, dass zu Bruch gegangene Dietriche wieder in dein Inventar landen. Dann beim Knacken von Schlössern befindet sich der Startpunkt der Nähe am Ende des Schlosses, wodurch es sich leichter öffnen lässt. Du kannst betrunken 30% leichter Schlösser knacken, versuchst aber 30% mehr Lärm. Ein sechster Sinn schlägt erwärmen, wenn jemand darauf und dran ist, den Schlösser knacken zu erwischen, wodurch du mehr Zeit zum Fliehen hast. Du kannst nahezu lautlos einen Dietrich benutzen, selbst wenn dir das Schloss Probleme bereitet. Das Geräusch, das ein abbrechender Dietrich verursacht, ist 90% leiser. Dieb im Glück. Wenn dir ein Dietrich abbricht, besteht eine Chance von 10%, dass das Schloss sich dadurch öffnet. Du knackst einfache Schlösser automatisch. Alter. Apropos. Okay, hier pennen gerade alle. Dann pennen wir auch wir. Bis zum Tagesanbruch. Ach ja. Spiel gespeichert. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt stehen wir auf. Essen kurz aus dem Topf. Und, liebe Gemeinde, jetzt machen wir eine Aufnahmepause. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nach dieser schon ohnehin schon da viel zu langen Aufnahme. Bis dann. Cheerio.